Vor anderthalb Jahren war Rob Cross nicht mehr als ein Amateur. In der Weltrangliste suchte man Fulltage vergebens. Ende 2017 ist er die große Überraschung der Darts-WM. Mehr zum Thema Walking in a Tele Wonderland. Viel Tele vor dem großen Ziel Darts-Spieler im Check. Das sind die Favoriten auf den WM-Titel. Darts-Fan Steffen Freund: Ihm gönne ich den WM-Titel von ganzem Herzen. Hätte Rob Cross noch Haare auf dem Kopf, hätte er sie vor Stress in den letzten Tagen womöglich verloren. Schließlich hatte er zwei absolute Krimi hinter sich. Auf den packenden 5:4-Sieg gegen den Belgier van den Werckhaar im Viertelfinale folgte der Sieg im Sudendiat gegen Michael van Gerwen im Halbfinale, 6:5. Rob Cross hat mit seinem Triumph über den noch Weltmeister für eine absolute Sensation bei der Darts-WM gesorgt. Nicht das erste Mal, dass ein Duell mit van Gerwen richtungsweisend für seine Karriere war. Triumph bei der Challenge Tour Anfang März 2016 war Rob Cross als Amateur bei den UK Open dabei. Der 27-Jährige aus dem Südosten Englands spielte sich dabei in einen Rausch und fand sich plötzlich unter den Top 32 wieder. Dort war dann gegen Michael van Gerwen Schluss. Doch mit einer guten Leistung und einem 5:9 zog sich Cross nicht nur gut aus der Affäre, sondern brachte die anwesenden Zuschauer auch zum Staunen. Daraufhin schloss sich Cross der Challenge Tour, eine Art zweiter Liga des Weltdartverbandes PDC, an, um sich einen Platz in der ersten Liga, der Pro Tour, zu sichern. Prompt gewann Cross 3 der 16 Events. Die Challenge Tour war mein Fundament. Hier habe ich viel über mich gelernt und lerne auch weiterhin noch viel dazu, sagte Cross in einem Interview mit Dartsweb. Sein Ziel bei der Challenge Tour hatte er erreicht. Ab 2017 dürfte er zur PDC Tour zu den ganz Großen. Das Ziel, die Nummer 1 werden, auch wenn Cross mit wenig Vorerfahrung die Tour begann, sorgte er von Anfang an für Überraschungen. Seinen ersten Sieg bei der PDC holte er am 11. März in Barnsley. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Cross auf dem Zettel aller Experten wieder zu finden. Drei weitere Siege sollten folgen. Wenn man eine Rangliste nehmen würde, die sich nur auf dieses Jahr bezieht, wäre er wahrscheinlich unter den Top 5, sagte Sport1-Kommentator Elmar Paulke im Gespräch mit t-online.de/stern, Sedata Stern/ im Global AD Tag Register, CBR100-POS1, TTUP1/Stern/ dem 27-Jährigen mangelt es auch nicht an Ehrgeiz. Mein Ziel ist es, weiter zu gewinnen, mich weiter zu verbessern und eventuell die Nummer 1 der Welt werden. Zweitbester zu sein ist nicht gut genug, sagte Cross gegenüber Dartsweb. Der Zwiespalt im Finale. Das Interesse am Darts gewann Cross übrigens durch seinen heutigen Gegner, Phil Taylor. Ich habe schon mit 11 Jahren angefangen, Darts zu spielen.